Hallo lieber Skorpion und willkommen zu deiner Tarot-Jahreslegung für 2025. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot und in dieser Legung schauen wir, was kommt, was geht. Und ich veröffentliche diese Legung mit Absicht schon immer etwas früher, so Anfang, Mitte Oktober, damit einfach im alten Jahr noch Dinge erledigt werden können, Dinge abgeschlossen werden können, dass wir sehen, wohin die Energien laufen. Und damit eben auch dieses alte Jahr möglichst gut zu Ende bringen können. Ich lege jetzt erstmal die Karten aus und sage dir, was die einzelnen Positionen bedeuten. Wir haben hier etwas, das ist vorbei und abgeschlossen. Dann haben wir etwas, das ist vorbei, wirkt aber noch nach ins alte Jahr. Und gerade an diesen beiden ersten Positionen können wir eben sehr viel ausrichten, wenn es darum geht, dass wir halt positiv ins neue Jahr gehen wollen. Wir haben hier die Richtungen, die es im neuen Jahr geht. Dann haben wir hier, was Neues kommt und was zu lernen ist. Gut, dann schauen wir, was ist vorbei und abgeschlossen. Wir haben hier das Ass der Kelche. Das heißt, das, was vorbei geht, ist eigentlich, dass die Energien irgendwo nicht fließen, dass man vielleicht keine Ideen hat, wie es weitergehen kann. Denn das Ass der Kelche an sich hat eine sehr positive Energie und wenn es hier liegt, dann spricht es etwas an, wo diese positiven Energien gefehlt haben. Also möglicherweise hast du manchmal das Gefühl gehabt, dass du keinen Rückenwind hast vom Universum, dass einfach irgendwo so diese Energie fehlt, die dich weiterbringt, die dich nach vorne pusht. Ja, wenn du so das Gefühl hattest, du hast keine Unterstützung aus der geistigen Welt, du hast keine Unterstützung durch die Energien, die dich umgeben, dass einfach so dieses Quäntchen Glück und Quäntchen gute Energie fehlt, damit die Dinge gelingen, was natürlich im Außen dann alles wahnsinnig mühsam macht, ja. So, wenn man irgendwo den Rückenwind nicht hat, den man braucht, um nach vorne zu kommen, dann hat man auch ständig das Gefühl, dass man gegen den Strom schwimmt, dass man wahnsinnig viel Energie aufwenden muss, um voranzukommen, ja. Dass einem vielleicht auch manchmal die Ideen ausgehen und man keine Lösung finden kann. Und dass die Dinge eben einfach alles in allem schwer sind. Vielleicht hat der eine oder andere auch das Gefühl gehabt, dass ihn das Glück verlassen hat, ja, dass einfach, ja, diese Begleitung der guten Energie am Wegrand fehlt, ja, und die Dinge hinzubekommen, so dass sie wirklich gut sind und sich wirklich lohnen, das ist was, das liegt hier einfach sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwer. Dennoch war es möglich, dass du die Dinge gut hinbekommen hast, ja, und auch hier hast du die Möglichkeit, einfach jetzt im alten Jahr auch schon noch ein bisschen was zu tun, ja, Sachen vorzubereiten, dir zu überlegen, wie geht's weiter, wenn diese neuen Einflüsse reinkommen, die wir hier auch gleich noch anschauen. Wir schauen jetzt erstmal, was es vorbei wirkt, aber noch nach. Ja, das ist die Energie der Vergeblichkeit. Das ist genau das Gefühl, was man hat, wenn einem der Rückenweg fällt, ja, dass man das Gefühl hat, ich komme nicht voran, es hat alles keinen Sinn, egal wie sehr ich mich um irgendetwas bemühe oder abmühe oder wie viel Kraft, Zeit und Energie ich in irgendetwas reinstecke, ich komme einfach nicht auf den grünen Zweig. Das ist die Energie der Vergeblichkeit, ja. Wenn wir quasi im einen Moment noch ganz klar wissen, was wir wollen, wie wir es wollen und wohin es geht. Und dann kommen eben diese ganzen kleinen Hiebe und Schläge von außen, die einem die Klarheit vernebeln, weil man irgendwann schon gar nicht mehr weiß, was man am Anfang wollte, weil man Kompromisse eingehen muss, weil man sich auf Biegen und Brechen verbiegen muss, ja. Und eben das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, man kommt nicht voran. Das ist so dieses Gefühl der Vergeblichkeit. Ja, wenn man einfach das Gefühl hat, egal was ich mache, egal was ich tue, egal was ich sage, egal wie sehr ich mich abmühe, ich komme einfach nicht voran, ich komme einfach nicht auf den grünen Zweig. Und da musst du aufpassen, dass du diese Energie nicht mitnimmst ins neue Jahr, denn das ist etwas, was weiterwirken kann. Und manchmal, wenn diese Energien rausgehen,
dann ist das, als ob man eine Wimper im Auge hatte und die rausgenommen hat und dann immer das Gefühl hat, es ist noch da. Und das ist etwas, das nagt nachhaltig an uns. Und wenn etwas nachhaltig an uns nagt, sodass es quasi schon wie zu einer Gewohnheit wird, dass wir nicht weiterkommen, dass wir nur Probleme haben mit allem, dass man nie auf den grünen Zweig kommt, das kann in uns negative Denkmuster erzeugen. Und du musst aufpassen, dass du diese Denkmuster nicht mitnimmst ins neue Jahr, denn dann wirst du diese Energie nämlich nicht los. Also von dem her ist auch für den Skorpion hier wirklich Reinigung angesagt, über die Rauhnächte, rüber ins neue Jahr. Ja, die 9 der Luft zeigt nochmal die Sorgen, Ängste und Probleme, die damit verbunden waren. Ja, es ist sehr viel Kopfzerbrechen auch über die Dinge, dass man sich wirklich das Hirn zermartert und einfach gar nicht weiß, wie geht's eigentlich überhaupt. Ja, weil einfach hier der Rückenwind gefehlt hat durch das Universum und die Energien im Außen, die es uns umgeben, die machen es ja auch nicht einfacher im Moment. Die sind einfach schwierig und von dem her, auch wenn man ein bisschen Glück und Rückenwind hat, heißt das trotzdem nicht, dass die Dinge immer so funktionieren, wie man das gerne möchte. Und ich sehe hier eben wirklich auch sehr viel Sorgen, sehr viel Mühe, ja, sich das Hirn zermartern, weil es irgendwo nicht klappen will. Und wie gesagt, das sind Energien, die sind vorbei, die gehen raus. Aber du musst wirklich schauen, dass du das aus deiner mentalen Energie rauskriegst, damit du das nicht weiterträgst mit dir, denn das wäre nicht gut. Die Richtung, in die es geht, Vollendung. Ja, das heißt, ein Kreis schließt sich, ein neuer Kreis öffnet sich, es geht weiter. Das hier ist immer eine Karte, auch der Hochzeit, der Feierlichkeiten, ja. Zeigt auch, dass es hier einen Abschluss gibt, ab dem es in eine bessere, neue, positive Richtung geht. Wie gesagt, du darfst eben diesen mentalen Scheiß hier nicht mitnehmen und wir haben hier die Königin der Münzen. Das heißt, hier kommst du auch wieder auf den grünen Zweig. Ja, die Dinge erden sich, die Dinge entwickeln sich weiter. Ich sehe hier Wachstum in der materiellen Welt und einfach auch Weiterentwicklung und Erdung auf allen Ebenen. Ja, und wenn sich die Dinge erden, dann entwickeln sie sich eben auch weiter. Und das gibt hier für den Skorpion einfach eine sehr positive Energie. Das sagt jetzt nichts darüber aus, wie schnell die Dinge wachsen. Das ist auch immer von der Entwicklung im Außen, im Kollektiv abhängig. Aber du bekommst deine Füße hier wieder auf den Boden. Du kannst diesen Zustand hier hinter dir lassen und neues Wachstum und positive Weiterentwicklungen auf einer höheren Ebene in der materiellen Welt, die sind hier auf jeden Fall gegeben. Wir schauen, was Neues kommt. Auch für den Skorpion sehe ich hier immer wieder Phasen, wo der Stress losgelassen werden muss, wo du die Seele baumeln lassen kannst, wo Heilungsenergien reinkommen. Ja, also du brauchst neben all der Mühe, die dir das Leben abverlangt und ich habe das Gefühl, 2025 wird auf vielen Ebenen besser. Aber die Umstände, die uns umgeben, sind immer noch schwierig. Von dem her wird es eben auch kein Spaziergang im Park. Da möchte ich ganz ehrlich sein. Ja, aber hier kommen regelmäßig Heilungsimpulse rein, ja, die einerseits das heilen, was hier nicht geklappt hat, die dir helfen, weiter voranzukommen. Und was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass du nicht weiterhin so viel Mühe in die Dinge reinsteckst, sondern dir immer wieder Räume nimmst, in denen die Dinge heilen können, in denen du dich regenerieren kannst, wo du quasi dir eine Auszeit nimmst. Und dann habe ich hier die Rituale. Und Rituale sehe ich gerade für den Skorpion als ganz, ganz wichtig. Ja, diese regelmäßige Reinigungsrituale, Reinigung von negativen Energien, Reinigung auch hier von diesem negativen Denken. Rituale, die neue Energien erden, die Wachstum ermöglichen. Ja, also dieses Reinigen und möglicherweise hier auch Heilungsrituale. Also vielleicht findest du wirklich etwas, was dir
die Kraft, die der Alltag aus dir rauszieht, wieder zurückbringt. Und das hat etwas mit einem Ritual zu tun. Und Rituale müssen nicht immer spirituell sein. Das ist etwas, das haben wir manchmal auch in unseren Alltag integriert. Für manche ist die Tasse Kaffee am Morgen ein Ritual. Hände schütteln, wenn man sich begrüßt, ist ein Ritual. Oder auch das Glas Sekt zu Silvester wäre ein Ritual. Und von dem her geht es eigentlich mehr so um deine Routine im Alltag und darum, dass du dir Freiräume schaffst für Heilungsenergien, für Meditation, für Yoga, für die Dinge, die dir einfach Kraft geben, was auch immer das für dich ist, ja? Und dann schauen wir, was zu lernen ist. Tugend. Sei ehrlich zu dir, was deine Wünsche angeht, was auch deine Visionen für die Zukunft angeht. Es geht darum, dass du eine Richtung findest. Und was hier auch ganz wichtig ist, ist, dass du anfängst, in die Richtung deiner Träume zu gehen und dich nicht ständig davon aufhalten lässt, dass der Alltag deine Kraft schluckt. Also es geht voran hier in eine Zukunft, aber den Weg, den musst du selber gehen und auch wissen, wohin es geht. Go for it. Ja, die Mondkarten unterstreichen das. Ja, mach dich auf den Weg. Mach dich auf den Weg, deine Träume zu manifestieren und die positive Zukunft zu manifestieren, die du dir wünschst. Ja. Sei ehrlich zu dir, was deine Wünsche angeht. Und die drei der Stäbe zeigt oft eine Person, die immer nur von einer besseren Zukunft träumt, aber nichts unternimmt, damit das Ganze Wirklichkeit werden kann. Und ich habe das Gefühl, dass gerade der Skorpion hier im neuen Jahr sehr viel eigenständig tätig werden muss. Sowohl was hier an geerdeten Alltag angeht, mit Ritualen, die einfach die Kraft zurückholen, die der Alltag kostet, als auch sukzessive Schritte zu unternehmen, damit sich diese neue Zukunft hier eben auch erden kann. Ja, wir haben hier, wir sehen hier die Königin der Münzen, die hat hier quasi ihr Leben in der Hand und sie schließt ihre Augen und visualisiert ihre Zukunft. Und damit diese Zukunft Wirklichkeit werden kann, muss sie natürlich in der Materie dann auch die dementsprechenden Schritte unternehmen. Denn solange sie nur davon träumt, wird es eben nicht wahr. Ja, von dem her, hol es dir, go for it. Das ist so mitunter auch so der tragende Impuls für den Skorpion im neuen Jahr. Ja, lieber Skorpion, soweit ein Blick für dich in das Jahr 2025. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen motivieren und inspirieren. Ich möchte dich bitten, unter dem Video einen Kommentar zu unterlassen, selbst wenn es nur etwas ganz Kurzes ist, denn die Kommentare sind wichtig auf YouTube, damit dieses Video sich weiter verbreitet, damit auch andere diese Legung fürs neue Jahr finden können. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Zum neuen Jahr 2025 gibt es wieder die persönliche Jahreslegung als Video zum Download. In dieser Legung schaue ich in die Energien des neuen Jahres hinein, schaue nach Segnungen und Herausforderungen. Diese Legung gibt wertvolle Inspirationen und Impulse. Die Plätze für diese ganz besondere Legung sind begrenzt, daher empfehle ich dir bei Interesse nicht allzu lange zu warten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Internetseite und den Link dazu wie immer unter dem Video.